Es wird Zeit, Brüder und Schwester, es wird Zeit hier, der Lärm macht einen zu schaffen. Hoppa. Verlasse Babylon. Man sollte das, den Blitzgedanken, den man hat, aussprechen, wenn man es kann. Verlasst Babylon, Brüder und Schwester, es wird gefährlich. Dieses teuflische System wird sterben. Mit allen ihren Freimaurerstrukturen, mit all ihren Machenschaften, geheimen Tuereien, Artefakte, von denen sie Energie ziehen, aus denen sie Technologien entwickeln. Das Böse, was sie in die Welt bringen und das Opfer, was sie bezahlen, damit das alles funktioniert. Der Tod eurer Kinder, Mütter und Väter. Verlasst Babylon. Minimal optimal. So wie der Herr Gott, Jesus Christus, der Herr über alle Herren und König über alle Könige und Gott über alle Götter, unter unserem himmlischen Vater, es uns geboten hat. So wie er es uns geboten hat. Verlasst Babylon. Löst euch minimal optimal von allem. Das, was euch am meisten zu schaffen macht, wo ihr sicher seid, dass es Sünde ist, nicht gut ist. Trennt euch von Menschen, die euch nicht gut tun. Spricht die Wahrheit und beginnt damit. Spricht die Wahrheit aus. Sagt, was nicht richtig ist. Wenn Gott zu euch spricht, dann tut und handelt danach. Das ist, wie man sich von Babylon löst. Löst euch von Traditionen, von Gebräuchen, von Kulturen, die immer in Routine laufen, sich wiederholen und viel Geld kosten. Verlasst die Menschen, die Böses im Sinne haben. Wohl dem, der nicht wandelt auf den Wegen der Gottlosen und nicht sitzt im Rate der Spötter oder umgekehrt. Wohl dem, der nicht wandelt auf dem Weg der Spötter und sitzt, wo die Ungerechten sitzen. Egal wie man es dreht, verlasst diese Orte, wo Jesus Christus nicht Herr ist. Denn die Zeit, die jetzt kommt, wird eine reinigende Zeit sein, eine befreiende Zeit, eine offenbarende Zeit. In zwei Welten, Himmel und Erde treffen sich, begegnen sich. So wie im Himmel wird es auch auf der Erde sein. Das heißt, alles sichtbar, alles hörbar, alles fühlbar. Alles verantwortet jeder für sich selbst. Und das Leben kommt, der Tod wird besiegt und dann gibt es keinen Ausweg mehr. Der Teufel wird bezwungen und in die Feuersee geworfen mit all seinen falschen Engeln und seinen falschen Propheten, den Antichristen, denen ihr folgt, die meisten Christen, Brüder und Schwestern, euch meine ich, damit ihr nicht ins Feuer gelangt. Tut Buße, kniet euch nieder vor dem lebendigen Gott, nicht vor dem Toten. Verlasst Babylon, verlasst Babylon. Gebt das Geld auf, spendet, gibt, hilft, hilft einander, ohne Geld zu verlangen. Überwindet das Böse durch den Glauben, aber praktisch, und folgt nicht mehr dieser teuflischen Struktur des satanischen, babylonischen Königreichs, das so viele Facetten hat, so viel Schmuck, so viel Reichtum, Scharlach, Purpur, so viel Lärm und so viel Gewalt ausübt. Und kehrt zurück zum himmlischen Vater. Werdet wieder Kinder. Denn wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr das Himmelreich hier auf Erden nicht erleben. Amen.